Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Region Darfur ist seit 2003 der Schauplatz eines blutigen Konflikts. Menschenrechte werden missachtet, Zivilisten getötet und Hilfslieferungen für Flüchtlinge werden brutalen Milizen zur Beute. Um dem ein Ende zu setzen, hat die Afrikanische Union zusammen mit den Vereinten Nationen im Jahr 2007 die Friedensmission UNAMID ins Leben gerufen. Die Zielsetzung von UNAMID ist vom Ansatz her sicher gut, geht es doch um den Schutz von Zivilisten in einer der ärmsten Regionen der Welt, um die Sicherheit von Hilfsorganisationen und um die Schaffung eines dauerhaften Friedens. Dennoch stand die UNAMID-Mission wegen unterlassener Hilfeleistung bereits mehrere Male wiederholt in der Kritik. Darüber hinaus haben bereits in den 10 Jahren des Einsatzes mehr als 70 Angehörige der Mission ihr Leben verloren. Nun bittet die Bundesregierung zum 6. Mal darum, der Bundestag möge beschließen, die Beteiligung der Bundeswehr an diesem Einsatz zu verlängern. Nur tut sie das mit einem in sich widersprüchlichen Argument. Zum einen heißt es dort, die Menschenrechtslage hat sich auch im Jahr 2017 nicht signifikant gebessert und es gelte mit hoher Priorität, die Entwaffnung der Milizen voranzubringen. Andererseits will man aber auch eine Neuausrichtung der Mission und eine signifikante Reduzierung des militärischen Anteils. Nur ein Absatz weiter heißt es in derselben Begründung, bewaffnete Milizen stellen die Mission weiterhin vor große Herausforderungen. Wie scheint, will man jetzt im 10. Jahr von UNAMID den 2. Schritt von dem 1. machen. Man glaubt nun, mit Hilfe von Mediations- und Beratungsleistungen in einer Region, in der Hunger und Wasserknappheit zu verzweifelten Kampfhandlungen geführt haben, einen Versöhnungsprozess anstoßen zu können. Entspricht diese Neuausrichtung von UNAMID tatsächlich der Situation im Sudan? Sollten nicht zuerst lokale Krisenherde nachhaltig stabilisiert werden, bevor man bei UNAMID über eine 45-prozentige Reduzierung des militärischen Anteils nachdenkt? In erster Linie geht es doch um den Schutz der Zivilbevölkerung. Hier sollte die Bundesregierung ihr Gewicht in die Waagschale zu werfen, nicht zuletzt, weil Deutschland der drittgrößte Beitragszahler der Vereinten Nationen ist. Und es sollte darauf dringen, eine Strategie zu entwickeln, die den Realitäten im Lande Rechnung trägt. Deutschland, das als einziges europäisches Land an UNAMID beteiligt ist, trägt hier eine besondere Verantwortung, nämlich die, sicherzustellen, dass die Anfangsziele dieser Friedensmission schlussendlich doch erreicht werden. Dazu gehört eben auch, dass Hilfsgüter dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Meine Damen und Herren, wir dürfen eben nicht vergessen, dass in dieser Region Hunderttausende Binnenvertriebene auf Schutz und Unterstützung von Hilfsorganisationen angewiesen sind. Der Schutz dieser Organisationen und von deren Helfern, von denen die meisten ehrenamtlich dort tätig sind, sollte oberste Priorität genießen, wenn man sich nicht erneut dem Vorwurf aussetzen der unterlassenen Hilfeleistung. Mit einer 45-prozentigen Reduzierung des militärischen Personals ist dieser Schutz kaum zu gewährleisten. Auch hier ist die Bundesregierung gefordert, nachzubessern. Meine Damen und Herren, für die Menschen in Darfur geht es zuallererst um die Grundbedürfnisse Sicherheit und Nahrung. Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung stehen dort eher am Ende eines Prozesses. Wir vermissen hier einen Zeitplan mit konkreten Zielsetzungen und Meilensteinen, die es zu erreichen gilt. Es bleibt die Verantwortung der Bundesregierung, eine solche Planung auf diplomatischen Wege einzufordern, sofern sich die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes nicht auf Dauer wiederholen soll. An dieser Stelle gebührt auch einmal der Dank an unsere Soldaten und Soldatinnen im Einsatz, die auch in diesem Jahr aufgrund der anstehenden Parlamentsentscheidungen voraussichtlich nicht das Weihnachtsfest mit ihren Familien und Angehörigen in der Heimat verbringen können. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben die Soldaten in den Einsatz geschickt. Da hätte ich von Ihnen auch etwas Beifall erwartet. Meine Damen und Herren, genau wie alle anderen demokratischen Parteien fühlen auch wir uns von der AfD selbstverständlich humanitären Zielen verpflichtet. In ihrem Grundsatzprogramm bekennt sich die AfD zu den Werten der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. In diesem Programm sprechen wir uns unter anderem auch dafür aus, Fluchtursachen zu bekämpfen und Entwicklungsländern Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Aus diesen Gründen und auch weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass die Krise in Darfur ohne die Intervention der UN noch wesentlich schlimmere Ausmaße angenommen hätte, spricht sich die AfD zugunsten einer Fortsetzung der deutschen Beteiligung an UNAMID aus und damit auch der Verweisung dieses Antrags in den Hauptausschuss. Vielen Dank. Thank you.
Als nächste Rednerin hat das Wort Dr. Agnes Marie Strack-Zimmermann für die FDP, ebenfalls zu ihrer ersten Rede.